Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Und zwar werden wir heute wieder ein paar Beutel auspacken. Genau. Die Möbelbeutel sind die roten, die Kleiderbeutel sind die blauen Beutel, die Motivbeutel sind die gelben Beutel, aber die kriege ich leider nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich schon alle Motive habe. Das wird der Grund sein. Genau, diese Säcke bekommt ihr ja immer durch die grünen Kisten und durch die goldenen Kisten. Ihr könnt aber auch grüne Kisten noch ausgraben mit dem Grabelixier. Das klappt, glaube ich, auch. Da könnt ihr auch noch 2, 3, 4 Kisten am Tag mehr bekommen. Ist aber relativ selten. Ist mir aber schon ein paar Mal gelungen. Und ihr könnt am Tag immer eine grüne Kiste sammeln, eine blaue, sind Mondstellen drin und eine goldene Kiste. Die kriegt ihr ja dann, wenn ihr so die Nachtdorn entfernt, da kommen ja immer so 10 Münzen, die müsst ihr schnell einsammeln. Manchmal sind aber auch goldene Kisten irgendwie in Steinen versteckt, die ihr kaputt kloppen müsst. Oder in diesen Korallen, die ihr kaputt kloppen müsst, sind die auch drin. Oder in diesen Eiskristallen, die ihr kaputt kloppen müsst, da sind auch goldene Kisten drin. Könnt ihr meistens schon von außen sehen. Und da können sich auch Beutel drin befinden. Genau. Wie gesagt, das letzte Mal war ja eher erfolgsarm. Bis auf den ovalen Tisch natürlich, der war natürlich super. Die Leute erinnern sich an diese legendäre Folge mit diesen legendären tollen Tischen und Küchentheken. Schaut da gerne nochmal rein, die letzte Unboxing-Folge war sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob dieses Video und dieses Unboxing das noch toppen kann. Wie gesagt, am interessantesten sind natürlich mal die Möbelbeutel. Kleidung, ja, ist jetzt nicht so wichtig. Wir machen das natürlich immer hin und her und so weiter und so fort. Ich lege die auch immer ganz gerne hier hin. Dann sieht man das nochmal visuell, wie viele Beutel man hat. Ich glaube, jetzt sind es 22 um den Dreh. Früher, ich glaube, das Krasseste war mal 60 oder 50, habe ich mal ausgepackt. Aber so lange sammle ich nicht mehr, weil ich einfach keine gelben Beutel mehr habe. Ne, die gelben Beutel haben natürlich immer gut gefüllt früher. Das waren immer so 20, 30 gelbe Beutel. Aber ich meine, die sind auch am uninteressantesten. Alle sind dabei. Der Regenbogenfuchs ist dabei. Ja, ich freue mich schon. Das wird wieder richtig super, super klasse. Buzz Lightyear ist da. Oder der listige Lightyear, wurde er auch genannt. Der böse Lightyear. Ich bin nicht böse, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ich will die Weltherrschaft. Na, natürlich nicht, ich will die Welt retten. Und meine holde Maid Ariel heiraten. Hallo, ich bin Ariel und ich liebe Erik. Er ist einfach der Tollste. Lasst ein Herz in den Kommentaren da, wenn ihr Erik auch so feiert wie ich. Oh Gott, er wird mich noch schwängern. Ich glaube noch ganz, ganz fest daran. Aber Olli darf auch wohl gerne mal ran und das vergessen. Okay, Leute. Legen wir los. Wir müssen Ariel beeindrucken. Die Beutel werden, glaube ich, ihr Bestes tun. Vergessen ist auch dabei. Vajana kommt. Guck mal, alle sind gespannt. Alle sind gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen wird. Hoffe ich. Ich hoffe es doch. Legen wir los. Ein Kleiderbeutel, ein Möbelbeutel nehmen wir. So. Ja, wie gesagt, Kleider. Ich brauche da nichts Besonderes. Eine schöne Jacke, eine schöne Hose, schöne Schuhe. Schauen wir mal. Ne? Aber Möbel ist natürlich das Interessante. So, oh, Rapunzel Sommersonnentaukleid. Haben jetzt auch viele benutzt bei den Bösewichtbildern. Mit Mutter Gothel. Ja, hatte ich, glaube ich, sogar noch nicht. Möbel, wie gesagt, ey, was wünsche ich mir? Diesen Kleiderständer von Wall-E. Den hätte ich noch ganz gerne. Der war noch ganz nett. Den habe ich noch nicht. Maschendrahtzaun hatten wir letztes Mal schon. Maschendrahtzaun in the morning. Ja, nichts Besonderes. Aber braucht man auch Eisenbachen, um den herzustellen? Möchte ich ja noch so einen Zwinger für machen. Vielleicht für die Äffchen oder für die Schlangen, die demnächst kommen, mache ich noch so einen Zwinger. Weil die mag ich ja nicht so, diese Affen und die Schlangen. Nein, die sind auch süß. Komm, ich will die jetzt nicht immer so fertig machen. Aber die Kapibaras sind am besten. 5. Dezember, Leute, kommt das Update. Klobige Sneakers mit blauen High Heels. Klobig vor allem. Habe ich, glaube ich, auch schon. Oder in einer anderen Farbe. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Komm, Kleiderständer. Akzentstuhl, ja. Akzentegü. Sehr gut, ja, brauche ich auch nicht so unbedingt. Komm, bitte, eine geile Küchentheke oder so eine geile L-Couch wäre nochmal geil. Also da würde ich mich so drüber freuen, wirklich. Das hat man ja auch nie bei Dagobert, ne? Man geht immer zu Dagobert, man hat immer die Leuchtpalmen, die Wasserfontänen gibt es da immer sehr oft. Was gibt es denn da noch? Diese Steinplatten und so weiter. Das kriegt man immer bei Dagobert. Aber kriegt man mal Küchentheken? Nee. Kriegt man mal L-Formationssofas? Nee. Kriegt man Hängeschränke mit Henkel links oder rechts? Nein. Also ich hoffe, das wird jetzt dabei sein. Und natürlich der Kleider. Dieser Kleiderständer wäre super. Oh, hellgrünes T-Shirt-Kleid. Ja, wenn ich vielleicht mal in die Klapse komme, kann man es gut tragen auf jeden Fall. Spiegel der Königin des Meeres. Das weiß ich gar nicht. Doch, den habe ich schon. Ich glaube, den habe ich schon. Ja. Oder? Ich weiß es nicht. Haben wir den schon? Ja, haben wir schon. Sonst wird er ja unten rechts angezeigt. Ja, ja, man kann nicht immer den Jackpot machen. Machen wir weiter. Es sind noch genug Beutel am Start. Piraten-Dreispitzhut. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt.
falls das Piratenthema nochmal kommt nächstes Jahr. Lagunenschminktisch habe ich leider auch schon. Leute. Alles auf eBay Kleinanzeigen wird das vertickt werden. Wie gesagt, ab 5. Dezember kann man ja auch handeln. Wenn euch irgendwelche Sachen gefallen, schickt mir ein Angebot, da können wir gerne tauschen. Kann man ja ab 5. Dezember machen im Multiplayer. Leider nur, wenn ihr eine PlayStation habt, weil ich spiele über PlayStation 5. Nur PlayStation-Leute können sich über den Multiplayer treffen. Also ist sehr, sehr schade. Beziehungsweise, die sind halt unter sich. Ne? Aber ihr könnt gerne handeln. Also, wolle du 1 Euro, inklusive Versand, können wir machen. Wolle du Goldmünze. Gelber Arbeits-Overall, meine ich, ist ja Kill Bill 2 hier. Oder Kill Bill 1. Hatte ich, glaube ich, noch nicht. Und norwegische Fichtenfenster zu den Bergen habe ich leider auch schon. Wir haben ja hier leider keine Berge. Aber es ist jetzt noch nichts Neues, Leute. Komm, eine Küchentheke muss drin sein, ey. Letztes Mal hatten wir auch schon geile Küchentheke. Wir brauchen eine Küchentheke. Türkisfarbene Schuppenstiefelettos. Ja, ey. Warum nicht? Das fällt mir wie die Schuppenstiefelettos von den Augen. Geile Schuhe. Wirklich. Und nochmal bitte. Komm, gib's mir. Ursulas Thron des Abgrunds. Den haben wir tatsächlich noch nicht. Oh, ich muss das Bild nochmal neu machen. Danke. Das war bestimmt in der Kiste drin von den Dream Snaps. Ja. Ja. Da sind ja auch mal 3 Beutel drin. Ja. Oh, wie cool. Ja, den habe ich noch nicht. Oder muss ich nochmal ein neues Bild machen? Ach, wie schön. Ja, ey, geil. Guck mal hier mit, wie hießen sie nochmal? Abschaum und Urschaum hier, die beiden Dinger. Ursula, jetzt fühle ich mich so wie sie. Ha. Jetzt bin ich sehr verbunden. Genau, ich zeige euch nochmal mein aktuelles Dream Snap. Finde ich ja nicht so gut. Ist auch so eine 3 eher. Wo ist es? Aktuelles Dream Snap. Aber da kann ich schön den Thron noch hinstellen, ne? Kann man auch noch ganz gut machen, finde ich. Vielleicht komme ich da noch auf 2.500 Mondsteine. Irgendwo da hinten. Ah, ich lasse das Bild auch so. Also ich finde es ganz okay. 1.500 werden es wohl sein, denke ich mal. Ich bin ganz zufrieden. Aber der Thron ist schon mal nice. Sehr gut, sehr gut. Ne, Ariel? Oh, hallo Olli. Ja, ich liebe auch Ursula, aber sag das bloß nicht weiter. Sie ist wirklich ein großes Vorbild für mich. Vor allem figurentechnisch. Ich liebe ja 8 Tentakeln. Ja, ne, sie weiß, was den Männern gefällt. 8 Tentakel unterm Rock, ja. Also mir jetzt persönlich nicht. Goldenes Blumenkleid. Habe ich auch schon öfter in Dream Snaps gesehen. Daher habt ihr also die ganzen Klamotten. Schwarze Kücheninsel, da ist sie. Wir haben sie, Jackpot, Leute. Die schwarze Kücheninsel. Warte, die muss ich mir erst angucken. Nein, nicht das Gold. Scheiß auf das goldene Kleid. Schwarze Küchentheke, wo ist sie? Boah, ich bin aufgeregt. Schwarze Küchentheke, ich komme. Wo bist du? Boah, ich muss filtern. Ich bin gerade so erregt, freudig erregt. Wo ist die Küchentheke? Ich brauche keinen Thermomix, es gibt mir Theken. Theken. Wo ist das? Küche. Hier, da, wo ist sie? Schwarze Küchentheke. Ja, rote, so ist mir egal. Schwarz, sie ist so selten. Wo ist sie? Hier. Schwarz, ach, die hatte ich schon 4-mal. Ach so, ja, aber wir schauen uns jetzt nochmal an. Also man muss wirklich sagen, elegantes Design vom Feinsten. Also, wow. Diese Kanten, dieses schwarze Schwarz und ja, auch diese leichten Gebrauchsspuren. Ach nee, das ist Schatten. Ja, und vorne diese Vierecke, diese Einbuchtungen. Wahrscheinlich hat das so Türen, die man eindrücken kann, da gehen die so auf. Also, wahrliche Designkunst. Geschmiedet aus talentvollen Händen, würde ich sagen. Wow, also, geiler Gegenstand. Können wir gerne tauschen, aber wirklich nur gegen 5 bis 6 Wasserfontänen und 10 Leuchtpalmen. Darunter geht nichts. So, könnt ihr aber gerne haben, meldet euch. Ja, Papa, das war wirklich super. Ich liebe Küchentheken. Ah, ich möchte auch gerne mich irgendwann paaren und eine eigene Küche haben mit einem Regenbogenmädchen vielleicht. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr weiblich seid und ja, ihr müsst auf jeden Fall Regenbogenfarben sein. Der Rest ist mir komplett egal. Ja, wir finden schon jemanden. Muss auch nicht meine Rasse sein. Ich nehme auch irgendwie ein Kapibara vielleicht. Ja, Kapibara wäre süß. Das wäre ein süßes Baby. So, nächster Möbelbord. Ich habe aus Versehen 2 genommen. Muschelbett, ja, haben wir auch schon. Muschelbett. Ne? Aber Küchentheke war schon Highlight. Thron, ja auch. Hellblaue Jeans mit hoher Taille. High-Waist-Jeans hier. Guck mal. Der Papa kennt sich aus. So, der letzte Klamottenbeutel. Ja, Klamotten, wie gesagt, ist nichts Besonderes. Ne? Grüner, silberner Schlossrock. Ja, auch schön. Traditionell. Wunderbar. Spielautomat haben wir auch schon. Habt ihr einen Code bekommen. Also falls ihr den noch nicht habt, guckt mal bei meinen Videos, da gibt es irgendwo einen Code. Ich weiß nicht, ob der noch gültig ist. Schaut da mal gerne rein. Komm, eine seltene Sache noch. Komm, für Papa. Bitte.
Leute, drückt die Daumen. Laptop, ja, guck mal an. Wunderbar. Von Asos wahrscheinlich. Komm, eine L-Formationssofa, eine so eine Couch nochmal von Roller oder Poco Domäne oder von, wie heißen die ganzen Läden? Ich weiß nicht, XXL Lutz oder sowas. Bitte. Bitte, 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 bitte. Die möchte ich so gerne haben. Kronleuchter der Tiefen ist auch in Ordnung. Habe ich leider auch schon. Komm. Wir müssen die Küchentheke noch toppen. Ich weiß, es wird schwer, aber wir können es schaffen, Leute. Schwarze Küchentheke, Doppeltür, schwarze Marmoroberfläche. Die ist ja noch besser. Das muss ich mir nochmal angucken. Die ist ja, die habe ich sogar echt noch nicht gehabt. Boah, wie cool. Boah, guck mal, man sieht echt Marmor. Ja, guck mal, die hat keinen Marmor. Boah, wie schön. Und die hat sogar richtige Griffe an jeder Seite. Okay, getoppt. Mal wieder das beste Unboxing. Das letzte, guckt das wieder nicht. Zeigt wirklich allen euren Freunden, Oma, Opa, euren Meerschweinchen, euren, ich weiß es auch nicht, euren ganzen Verwandten von Übersee. Alle, die im Knast sitzen. Ey, boah, wie schön. Wow. Das Schwarz gefällt mir auch noch viel besser als dieses Schwarz. Das ist doch so ein 1% Schwärzer. Und dieses Marmor, diese Marmorierung. Oh, da kriege ich richtig Hunger auf Marmorkuchen. Ja, Papa, das ist wirklich super wieder mal. Also, du bist wirklich der Meister des Unboxings. Ehrlich, darum wohne ich auch gerne bei dir. Oh, schön. Obwohl, Schwarz ist nicht so meine Lieblingsfarbe. Ich mag ja sehr gerne Regenbogen. Schickt mir Regenbogenkuchen. Ja, sei nicht so gierig, kleiner Fuchs. Und der letzte Möbelbeutel vor der Autobahn ist... Weiße Hecktheke mit grauer Marmoroberfläche. Mama! Mama! Ich habe eine Marmoroberfläche, also eine weiße Hecktheke mit Marmoroberfläche bekommen. Mama? Okay, sie meldet sich gerade nicht. Wahrscheinlich ist sie gerade beim Friseur oder sowas. Boah, die müssen wir uns auch nochmal angucken. Boah, die ist ja noch cooler. Boah, die passt auch perfekt zu der hier. Schwarz-weiß. Oh, mir wird gerade schon schwindelig. Ja, das passt perfekt. Wie ein wunderschönes Mosaik, was wir zusammensetzen nach Jahrzehnten des Suchens. Boah. Guckt euch mal diese schwungvollen Kanten an, diesen rechten Winkel. Ich habe noch nie so einen schönen rechten Winkel gesehen. Ne, Regenbogenfuchs? Boah, Papa, ich bin komplett aufgeregt und euphorisiert. Das ist wirklich der Wahnsinn, ehrlich. Dafür müsst ihr ein Like da lassen. Oh, da würde sich Papa sehr, sehr freuen. Und ich mich auch, weil er bezahlt mein Fuchsfutter nämlich. Ah, wunderbar. Guck mal, von innen bin ich schon ganz hohl und leer. Ich habe gar keine Gedärme mehr. Ja, du kriegst Premiumfutter. Wahnsinn, also wirklich tolle, tolle Sachen. Guckt euch das an. Der Thron auch ganz nett. Auch ganz nett, kann man machen. Aber die Küchentheke mal wieder... Wow, Leute, Highlight. Ein Highlight schlägt das nächste Highlight. Wahnsinn. Also, da ist Jahreswechsel nichts gegen. Und, also wirklich. Also, es ist hier Jubiläumsfeier des Wahnsinns. Toll. Also, ehrlich. Auch wieder ein super tolles Unboxing. Ich freue mich sehr. Mein Herz schlägt wieder wie verrückt. Gänsehaut am ganzen Körper. Ich muss mich gleich erstmal kalt abduschen. Und ja, ich sage gleich meiner Mama noch Bescheid. Die wird sich auch sehr freuen. Und ja, falls ihr die gerne haben möchtet, wir können gerne handeln, aber gegen Premium-Sachen natürlich. Ne, vielleicht auch nur gegen ganze Häuser und sowas. Schauen wir mal. Oder gegen echt Geld bei PayPal. Nein, Spaß, wir tauschen in-game natürlich. Wenn ihr diese Küchentheken haben wollt, meldet euch sehr gerne. Per E-Mail, Instagram, ich bin überall erreichbar. Ich antworte jedem. Alles klar, Leute, lasst gerne ein Abo und Like da. Wenn euch dieses tolle Unboxing-Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder auf Stream wieder. Und bis dahin, ciao, ciao. Tschüss, Leute. Danke fürs Zugucken. Ciao. Tschüss.